Raum. Und jetzt gehen wir mal weiter in Siris Zimmer, in die Küche, wo Greta aushilft. Greta? Da ist sie doch. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Siri hat mir von dir erzählt. Okay. Was hat Siri dir noch gesagt? Du und Siri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchen Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Das Spielzeug habe ich in Ciris Zimmer. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Wo... Weißt du, wo Siri ist? Weißt du, wo Siri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Siri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Okay, leb wohl. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay. Wie gesagt, Leute, denken an, wir haben Steine hier in eine Kiste gepackt. Hexe, okay. Die Götter haben mich geschickt. Lies die Herren des Waldes. Das müssen wir ja wohl dann noch irgendwo haben, oder? Lies die Herren... Das ist wahrscheinlich bei den Questen. Ist sicher, seid ihr weiß? Ja. Anna aus der Welt. Ich lese die jetzt mal alle, ich mache jetzt mal alle auf. Alles, was jetzt noch grau ist, haben wir dann schon gelesen. Das war aber nicht dabei. Okay, dann gucken wir mal noch nach der nächsten Quest. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So. Nebenquests. Haben wir da was für unsere Stufe? Da, ein Turm voller Ratten. Okay, das kommt jetzt immer noch. Gewinnspielen gegen Wirt, Novigrad. Wir sind in Wellen, ne? Ja. Spieler in Wellen. Komm, dann machen wir das mal. Ach, du heilige Backe. Ist das nicht gegen den Chef hier? Ja. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Spielen wir Gwind? Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Ja, nett. Spielen wir. Kann losgehen. So Leute, wir machen jetzt eine Gwind-Partie, die wir eh wieder wahrscheinlich... Hier setzen wir erstmal alles ein, was wir haben. Das reicht aber eh von vorne bis hinten noch nicht. Können wir damit spielen? Nein. Füttern. Füttern? Ja, okay, damit können wir starten. Er hat das gleiche Paket. Ja. Packen wir mal raus. Eiswaffe was? Nahkämpfer, Fernkämpfer, Belagerungskarten. Guck doch, was du am meisten hast. Okay, hier kommt eine weg. Und da kommt noch mal eine weg. Ah, oh, jetzt habe ich zweimal Dings. Okay. Du bist am Zug. Okay. Ich bin am Zug. Jetzt mal die noch mal rein. Ja, hau direkt eine 5er rein. Dann wollen wir direkt mal ein Arsch sein. Okay, schön.
auch wieder 10 Karten. Ach, Mann. So. Hä? Wir sind noch höher als wir. Oh Mann, schon wieder ein bei uns. Okay, ich würde sagen, wir passen. Komm, pass auf. Nein, er lässt es nicht auf sich sitzen. Und er hat wieder... Ziemlich doof, Junge. Ja, nicht schlimm. Passt schon. Deswegen habe ich es ja getan. Ich weiß eh nicht, ob das gut ist, was ich tue. Oh, er haut direkt. So, bitteschön. Das gleiche. Okay. Verlieren wir ja nochmal, ne? So, und jetzt passen. So. Du musst doch nur die nächste noch gewinnen. Ah, schönes Wetter, ich hab eine Idee. Du bist am Zug. Das war für Fernkämpfer. Das war für Nahkampf. So, dann werde ich den jetzt mal ein bisschen brüten. Ne? Oh, jetzt setzen wir, mein Freund. Setzen. Ja, der bringt ja gar nichts. Doch, der hat trotzdem seine 7 Punkte gekriegt. Guck. Hä? Ja, der kann ja nicht unter 1 ziehen. Jetzt gibt's ja noch wieder schönes Wetter. Oh, wie zeitlich immer. Hat ja nichts gebracht. Ich fürchte, dass wir nicht mehr wieder. Ja. Ja, Leute, also Gwind ist nicht unser Fall. Gwind ist einfach. Bei dir sind Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich bin beleidigt. Wir machen so uns eine andere Quest. Und zwar Nebenquest. Ah komm, war Familienangelegenheit kann man machen. Ne? Das ist glaube ich von ihm hier. Findet ihr den? Damit wir nämlich mal mehr Informationen über Siri rauskriegen, wo die ist. Ja. So. Komm, einmal nochmal meditieren. Ach, meditieren. Das ist gestern wohl auch etwas. So. Komm mal, das geht. Ah, das kommt aus dem Stall. Ja. So. Dann renn mal. Ich wusste gar nicht, dass man hier fährt. Du siehst aber gar nicht gut aus. Ich? Ich habe auch schon seit Wochen nichts gegessen, wahrscheinlich. Ja. So, dann wollen wir mal. Lauf! So. Boah, lauf doch, Pferd, Blitze. So, wir haben jetzt ein bisschen Meter noch hinter uns. Vielleicht können wir uns auch mit einem Schild dahin. Können wir uns mit einem Schild dahin teleportieren? Wo ist das? Da. Ja. Ein gutes Stück auf jeden Fall. Ein gutes Stück können wir uns auf jeden Fall erstmal teleportieren. Und dann können wir auch mal ihm mit seiner Familienangelegenheit helfen, ne? Ja. So. Dann wissen wir mal, was mit. Ist ja echt irgendwo in der Pampa. Ja. Nur jetzt bin ich mal gespannt, was mit seiner Familie und so ist. Das ja. Ging halt schnell. Ah, noch 100, noch was Meter. Nein, ich will nicht. Und wenn die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Ich finde gleich die Tochter wahrscheinlich des Barons. Das ist, glaube ich, finde die Hütte des Weidlers. Ach, vom Weidler.
Ach, der sein Schaf kriegt oder seine Ziege. Ja, ja. Der ist doch irre, der Typ, glaube ich. Wenn er das, der hat uns das so erzählt. Den Dreckskerl kriegen wir. Oh, den hier gleich. Hallo? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Oh. Wir haben die Punkte noch nicht verteilt. Ja. So. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet. Und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Mhm. So. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Baum. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Wow. Aber wir müssen unsere Redungsstufe ein bisschen erhöhen. Ja. Ich glaube, was machen wir jetzt nochmal? Mein Schatzi hat gesagt, wir haben die Punkte noch nicht geteilt. Punkte waren hier, ne? Ja. Oh, wir haben zwei. So, dann setzen wir uns einmal hier drauf, ne? Was ist eigentlich das? Okay. Und dann wollte ich... Was ist das hier nochmal? Alchemie. Aha. Nee. Setz mal hier noch einen drauf, ne? Ja. So. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Ja. Hey! Jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Aha. Bah, ist schon eklig. Der fickt seine Ziege. Der hat Hühnerfüße. Echt? Ja. Noch leckerer. Und braucht deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut. Abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna. Um sie zu schützen. Schützen? Wovor? Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Schützen? Wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie, geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Junge. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege. Sie ist weg. Ach, Mann. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen.